Hallo Leute, ich bin's der Andreas von der Edelweiss Adventure und ich zeige euch heute, was wir in unserer RSA 1 so alles tun können. Kommt gleich einmal mit. Ja, im Prinzip haben wir in unserer Raumschießanlage 1 mit der ganzen Schießausbildung und mit dem Training begonnen. Im Wesentlichen können wir hier natürlich dynamisch schießen. Vor allem alles das, was bei uns ausgebildet wird, kann man hier auch trainieren. Wir schießen dann vom Kaliber her mit Pistolen, mit halbautomatischen Gewehren, aber auch mit unseren Flinten. Die Regeln und das Verhalten am Schießplatz, das behandeln wir in einem eigenen Video. Aber jetzt schauen wir mal ganz konkret, was wir hier tun können. Jawohl, bei uns kann man natürlich ganz normal standschießen. Viele schießen einfach nur statisch von einer bestimmten Position. Bei uns kann man da die Ausrüstung herrichten und dann auf uns unterschiedliche Distanzen von 5 bis 15 oder in Ausnahmefällen sogar bis 20 und 25 Meter schießen. Interessant wird es natürlich, dass man bei uns auch dynamisch schießen kann. Und dafür schauen wir jetzt gleich mal zu unserer Deckung. Wir können natürlich, vor allem für Gruppen, die sich bei uns immer wieder einmieten, das gesamte Ausbildungsgerät auch nutzen. Das heißt, wir bespielen die Raumschießanlage dynamisch mit einer beweglichen Feuerlinie. Wir haben unterschiedliche Deckungselemente, so wie wir es auch bei den Ausbildungen und Kursen haben. Und das kann natürlich alles hier eingebaut werden, je nachdem, wie es zweckmäßig notwendig ist. Weiters schießen bei uns sehr viele Behördenangehörige, die einerseits für das berufliche trainieren, aber auch für Aufnahmeprüfungen. Die schießen dann entsprechend auch höhere Distanzen von 5 bis maximal 25 Meter, damit sie ihren Einsatzzweck trainieren können. Ganz lässig ist auch, dass wir mit dem Alex Kastner, dem Alpha-Bär, einen Top-Mann aus dem Bereich Sportschießen, insbesondere IPSC, bei uns haben. Er macht einerseits Ausbildung und andererseits kann man natürlich auch hier das entsprechend trainieren. Ja, ihr habt schon gesehen, in unserer RSA 1 kann man richtig viel machen, vom statischen bis zum dynamischen Schießen, trainieren, das was ausgebildet wurde, beziehungsweise auch als Gruppe noch mehr machen. Was wir in der RSA 2, unserer neuen Raumschießanlage, machen können, das schauen wir uns im nächsten Video an.